Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, wir sind schon weit fortgeschritten im Tag 50. Ich habe ein bisschen Crafting betrieben hier in der Base. Schmelzt noch was ein. Ich habe mal geguckt wegen Werkzeuge, Stahlwerkzeuge Stufe 5, aber die können wir uns nicht leisten. Was wir uns aber leisten konnten, war eine Nagelpistole. Weil ich immerhin zwei von den erforderlichen Teilen hatte. Wie hießen die jetzt? Moment. Da. Motorwerkzeugteile. So, Moment. Dann können wir die direkt mitnehmen. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Koppel drüben. Die Sachen habe ich verkauft. Wir stehen jetzt im Moment bei... Ja, 40.522 Dukes. Nice, würde ich sagen. Wir könnten shoppen gehen, wenn es denn irgendwas gäbe, was wir wollten. Mal gucken, ich habe ein bisschen... Da. 61. Dann schmeißen wir hier noch die Muni an. Wird nicht viel sein, aber wir müssen unsere Vorräte wieder auffüllen. War ja doch ziemlich teuer letzte Nacht. So, Wasser können wir noch einsammeln. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt heute so machen. Die Missionen sind auch immer weiter weg. Ich glaube, 1,5 Kilometer war jetzt die nächste. Ich schätze mal, Jen hat einfach keine Aufgaben mehr für uns. Und wir übernehmen jetzt quasi Aufgaben von einem anderen Händler schon. Vielleicht müssen wir auch mal die Stadt wechseln. Aber ja, wie soll ich das sagen? Ich hatte gehofft, dass wir das erst machen, wenn wir unser Motorrad haben. Aber ich bin noch so weit weg davon. Genauso wie von der Campstation. Obwohl, nee, für die Campstation brauchen wir, glaube ich, noch zwei Bücher. Aber dann für dieses, diesen Schmelztiegel, den kriegen wir jetzt bei 75 Büchern. Das ist schon... Oh, Moment. Ich Holz mit? Nee, natürlich nicht. Müssen wir eben einen Baum umlegen. Oh, die sind ja alle so weit weg. Wer hat denn hier all die Bäume weggemacht? Ja, ich denke, wir nutzen den Rest des Tages einfach. Wir machen jetzt so Klamotten, die ich sonst nachts erledige, aber die ich letzte Nacht einfach nicht gemacht habe. Ich glaube, wir brauchen noch 100 Stahlwaren für die beiden besseren Tools. Vielleicht warten wir da auch erstmal, bis wir Stufe 6 können oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie groß der Unterschied jetzt ist. Zwischen Stufe 4 und Stufe 5. Ach, eine Zigarre habe ich mir hergestellt. Ich habe mir tatsächlich dieses Testosteron für 1400 wieder zurückgekauft. War also ein gutes Geschäft. Für Jen. Und ich habe natürlich alle anderen Trades vorher gemacht, bevor ich die Zigarre hatte. War auch gut. Für Jen. Aber wir mögen Jen und deswegen ist das okay. Und letztendlich haben wir ja genug Kohle, von daher. So, dann machen wir hier erstmal eine neue Treppe. Form. Hallo? Achso. Dann habe ich kurz reingelegt.
irgendwie alles ablaufen. Nee, Moment. So bescheuert, ey. Warum? Achso, das kann auch sein, wenn die explodieren, ne? Dass das einfach nur so, ja, Kollateralschaden ist. Dass die da gar nicht draufgehaut haben. Draufgehaut haben. Yay. Ich liebe die Nadelpistole jetzt schon. Gut, ich gehe jetzt nur mal grob durch. Den Rest mache ich dann wirklich mal wieder in der Nacht. Oh. Naja. Ist nicht schlimm, aber ich würde ganz gerne mit dem Zement erstmal reparieren. Bevor wir irgendwas anderes machen. Worüber ich ziemlich glücklich bin, ist, dass wir hier in der letzten Nacht keine Verluste hatten, was die Struktur angeht. Dass sie also nirgendwo durchgekommen sind. Was nicht so toll war, war unser Munitionsverbrauch. Aber da sehe ich jetzt, dass uns das Einzige, was uns helfen könnte, wären halt Fallen. Können wir auch mal aufwerten. Andere Seite auch. Zack. Ja, hier vorne, da ist einiges angeschlagen, aber ich glaube, das liegt wirklich daran, wenn die hier in die Luft fliegen. Überall so ein bisschen angetitscht. Okay. Ja, die Geier sind auch nicht wirklich weit gekommen. Die sind auch eher. Naja. Ein bisschen annoying anstatt wirklich eine Bedrohung. Ich weiß, dass ich jetzt sowieso wieder Sichtstellen übersehen werde, aber. Ich glaube, die Dinger, die dazwischen sind, kann ich auch gar nicht reparieren. Okay. Sonst noch irgendwas? Hier hinten dürfte eigentlich nicht mehr so viel beschädigt sein, oder? Nö, sieht gut aus. Ich brauche euch nicht. So. Haben wir hier hinten noch Beton? Nee, hatten wir nicht. Haben wir noch Kobbel, den können wir mit rausnehmen. Da können wir ruhig mal was von trinken. Essen können wir auch einen Happen.
Was ist denn das da? Das ist ja noch Holz. Junge. Du bist ja... Da war gerade irgendwo was beschädigt. Nur wo? Wo war's? Da sind ja von außen eigentlich nochmal Platten vor. Wundert mich jetzt gerade. Meine. Hier ist irgendwie alles angetitscht. Aber es kann auch sein, dass ich die in der Nacht davor nicht repariert habe. Das ist durchaus möglich. So, pass auf. Ist doch jetzt gut. Ah, dieses Reparieren, ey. Okay. Wir gehen jetzt erstmal nach unten. Oh, hallo Hühnchen. Wir fangen mal wieder an. Gucken, wie wir weiterkommen. Wie gesagt, ich war letzte Nacht nicht farmen. Da ist die Produktion gestern Nacht stehen geblieben. So, die unteren Schichten sind natürlich nicht aus Beton. It is what it is. Wie viel haben wir denn noch? 314. Ja. Die behalten wir auch erstmal und packen die hinten rein. Nur für den Fall, dass ich bis zur nächsten Nacht aus welchen Gründen auch immer nichts Neues farme. Damit wir was zum Reparieren haben. Tu die noch mit da rein. Ja, probier jetzt auch mal ein bisschen Holz. Okay. So. Vielleicht denke ich dann auch mal an die Stahlklappen. Wenn ich das nächste Mal in der Base bin. Ach den, oh Mann. Das Werkzeug hätte ich natürlich direkt da lassen können. Habe ich auch nicht dran gedacht. So, wir haben jetzt schon 18 Uhr. Das heißt, jetzt noch losziehen macht keinen Sinn. Wie sieht unser Inventar aus? Eigentlich ganz gut. Hoch. Wie konnte das nur passieren? Es tut mir natürlich leid, du armes Hühnchen. Das war natürlich keine Absicht. Doch was? Da sind wir wieder zurück. Station 7. Unserem Zuhause. Wunderschön. Und die meisten der Ziegel hier sind in Wirklichkeit Holz. Aber das ignorieren. Okay, ich bekomme Hunger. Also,
In real life. Das ist schlecht. Ich mag es nicht, Hunger zu haben. Wir haben noch genug Muni. Jetzt würde ich das Ding... Boah, geht das Ding schnell kaputt. Pfeile. Da rein. So, jetzt lass uns noch mal gemeinsam hier nachgucken. Nee, die Erntewerkzeuge 63 von 100. Da haben wir alle Stufen, also alle Tools freigeschaltet. Okay, Kettensäge und Erdbohrer. Stufe 1, die gehen wahrscheinlich andauernd kaputt. Nagelpistole. Stufe 2, aber ja. Vielleicht hätte ich die mal. Stufe 3, Schlagringe, interessiert mich nicht. Machete. 44 von 48, Knüppel, Bögen, man kriegen wir nie mal. Noch ein Buch. Aber interessant wird es hier unten, das sind noch 30 Bücher. Also Bögen, Stahlsperrstufe 2, wir haben 6er, also sind die Bücher auch nicht wirklich interessant. Pistolen benutzen wir nicht. Schrotflinte, ja, wenn wir mal hier wären. 8 von 60 Bücher, das wäre schon interessant. Gewehre, 11 von 60. Da hatten wir eine von. Die haben wir verkauft. Oder die habe ich verkauft. Hier will ich hin. Oh, noch 6. 54 von 59. 54 von 60. 59 und 60, okay. Dann kriegen wir endlich das Maschinengewehr. Ich glaube, wir überspringen dann vielleicht das taktische Gewehr. Sprengstoff haben wir noch gar nichts. Robotik. Na, ich will sowas hier haben. Oder sowas. Irgendwie kriegen wir nur doofe Bücher. Viel zu wenig. Nahrung sind wir schon ziemlich weit. Samen. Noch 2. Ja, hier kommen wir auch nicht weiter. Fallen. Davon könnten wir vielleicht welche aufstellen. Hier fehlen uns noch 2 für die Campstation. Das wäre schon mal cool. Ja, und Fahrzeuge. Ja, noch 3 für das Minimotorrad. Was ich nicht wirklich möchte. Dann, ja, da reden wir gar nicht drüber. Fertigkeitspunkte habe ich sonst soweit keine mehr. Die habe ich verteilt. Oh ne, wir haben noch 2 Punkte. Wir könnten auch auf Mechaniker gehen, weil wir dann mehr Bücher bekommen. Weiß ich jetzt nicht. Punkte haben wir noch. Maschinengewehr haben wir jetzt also voll ausgeskillt. Weil das ja im Moment auch unsere Hauptwaffe ist, sage ich jetzt mal. Schmerztoleranz. Für
Okay. Das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, ne? Alle 10 Sekunden einen Gesundheitspunkt, fallen noch 80% schneller. Ich wünschte, ich würde mich hier ein bisschen besser auskennen. Oh, das ist aber auch interessant, ne? Denke ich. Wenn wir schon schwere Rüstungen benutzen. Ja, es sind viele Sachen, aber ich weiß halt nicht, was mir am meisten bringt. Und ja, ich versuche das hier in unserer ersten Runde auch für mich jetzt mal so ein bisschen alleine rauszufummeln. Und wenn wir dann mal in eine zweite Staffel gehen, da werde ich mich dann vielleicht auch mal auf andere Builds wirklich einlassen. Groß und schnell. Nee, ist Knüppel. Ich glaube, ich nehme das mal. Heavy Metal klingt für mich immer gut. Hihi. So, es ist gleich Nacht. Dann würde ich sagen, das können wir ausschalten. Ich gehe jetzt gleich erstmal los Richtung Wüste und hol Nitrat. Kohle hatte ich da, glaube ich, auch gesehen. Zu ihm rauszoomen. Da habe ich Nitrat markiert. Wo war denn? Hier in der Ecke. Da ist ganz viel Nitrat. Überlegen. Oder was hier? Hä? Wie bin ich denn da gefahren? Nee, ich bin hier durch. Hier müsste es sein. Ja. Hier waren ganz viele Nitrathaufen aufeinander. Da würde ich mich dann jetzt mal hin auf den Weg machen. Nun gut, war jetzt so ein bisschen. Ja. War nicht viel los in der Folge, würde ich sagen. Wir könnten hier nochmal. Warte. Ein bisschen Sand herstellen. Und dann schmeiße ich nochmal ein bisschen Beton an. Na gut. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.